Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind immer noch vor diesem Fort hier und sollen hier wahrscheinlich gleich irgendwo einbrechen. Das sind die Kartenkommodore, sind bereit. Governor Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Müssen wir das Honeygold töten? Wenn wir einbrechen sollen, weiß ich ja, wo wir lang müssen. Wachen an einen Vorsprung hängen. An einem Vorsprung im Wachen töten. Gut. Ich verstehe es ernsthaft nicht, was das alles soll. Also, gut, wir. Der will anscheinend Frieden mit den Leuten, aber wieso sind hier überall jetzt hier englische Einheiten? Das ist doch Nassau, das ist doch Piraten. Ich verstehe das nicht. Das haben wir schon mal gemacht. Das ist nicht so spannend jetzt. Down! You come back here! Ich verstehe nicht, wieso der mich jetzt gesehen hat. Ich meine, hätte runtergucken können, aber. Das machen die ja sonst nie. Ob wir den hier auch noch runterziehen können? Versprechen und erklären wir hiermit, dass falls einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herrn 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vizegouverneur auf einer unserer Anpflanzungen in Übersee jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Forts, Burgen und anderer Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Mit solchen Beuten und welche Karten, okay. Was machst du denn? Heb es einfach auf. Warum kletterst du mal hoch? Ich hoffe, ihr wählt den rechten Kurs, Gentlemen. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Gouverneur drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauer und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Verstehe ich jetzt immer noch nicht. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Hey,
Ich sehe dies als Wink des Schicksals, Männer. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben Pisse. Ist. Ich häng lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance, aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen. Getragen von Männern mit Visionen. Und in nur 2 Jahren setzten wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Welpen ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Ich brauche einen Schnaps. Da war ich auch dabei am Schnaps. Habe ich alles gemacht. Ohoho. Ah, die war... Okay. Die Verfolgung war natürlich wieder langweilig. Du hast zufällig keine Schlafhalle mit, oder? Nein, schade. Hätte ja sein können. Interloper, raise the alarm! Stop him! I've got a good line on him! In me sights! You come back here, you mad maggot! Quicker! Idiots trying to lose us! Vollidiot, tschüss. Jetzt wirft er eine Bombe oder Granate. Ich bin schon lange weg. Das wollte ich zwar nicht, aber es war cool. Die Pulververschwörung. Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Aye. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Das klingt nach einem Plan. Sprenge sei ich immer gut. Blaster gegen 10 Wachen, eine Attentatserie mit 4? Das hier wohl nicht als Attentatsserie. Hello, friend. I'll have your scalp. Throwing grenade. Ooh.
Und tot. Moment, das Fass ist hier. Oh mein Gott, ist das lange. Sich verarschen? Warum soll ich das Blasrohr einfach so verwenden? Na, wollt ihr euch prügeln? Jetzt noch dich. Gut. Also einfach jetzt 10 Leute random oder 8 Leute random anschießen. Gut. Das dürfte ich hinkriegen. Muss man nur ganz kurz mal mit der Tasche ein bisschen Blut aus dem Gesicht schmieren. So. Ich frage mich bestimmt, wieso hat er Blut im Gesicht? Das freut mich auch. Ich mag Berserker-Pfeile. Well, hello there, mate. Ich wollte ihn nur als Menschen Schild benutzen. Ich wollte ihn eigentlich entwaffnen. So, noch ein dummes Pulverfass stehlen. Nein, nein, nicht hochklettern. Meine Fresse, ey. Das ist eine sehr, sehr spaßige Aufgabe. Eine halbe Stunde Pulverfass anfassen. Sehr gut. Oh, der hat Schlafpfeile gehabt. Das ist cool. Hat doch jemand von euch andere Pfeile? Dann loot ich euch gerne. Das war der Große, ne? Klein scheint das nicht zu haben. Die haben maximal Kugeln. Gucken wir mal, ob der Große irgendwas hat. Oder vielleicht der Schnelle. Auch Bomben voll, Kugeln voll. Ne, der hatte nichts, ausnahmsweise. Kugeln voll. Ich weiß nicht, manchmal wird der Mist hier einfach aufgefüllt. Wie zum Beispiel, wenn ich irgendwie 10 Schiffe erobert habe und dann plötzlich kommt da so ein Ding, dass ich wieder... dass meine Munition dann wieder voll zu Pistolen. Ich weiß nicht, ob ich den Satz gerade beendet habe, weil ich gerade fast nicht davon war, dass ich einfach aufheben konnte, obwohl der Typ da praktisch neben mir stand. Hätte ich nicht erwartet. Verstärkung ist aus dem Weg. Ja, zum Glück bin ich dann nicht in diesem Gebiet, ne? Oh Gott, ey. Nein. Au.
Das tat ganz schön weh. So, ist hier hoch. Der super Klettersprung aus Teil 2, den man erst kaufen musste. Beziehungsweise. Stop, I tell ya! I'll have at ya! It's up to pull the trigger! It's black! Attack is black! Fünf Gegner an Waffen und okay. Okay, jetzt geht's. Und es sieht doch keiner mehr, dass ich hier reingelaufen bin. Der ist wahrscheinlich schon weg. Sehr gut. Das war auf jeden Fall ziemlich... Das war ziemlich scheiße. Das war komplett unnötig. Da rumzulaufen und dann dieses lange Aufheben. Das macht doch keinen Spaß so. Und die optionalen Ziele waren auch komplett behindert. Gut, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber kann man auch mal machen. Ist er einen runtergesprungen und hat es nicht geschafft? Du mal voll Idiot. So, wo ist denn jetzt da vorne? Weit weg. Dann muss ich wohl noch ein Part aufnehmen. Ich glaube, das wird dann die letzte für heute. Ich habe ja schon für über eine Woche aufgenommen. Okay, nächstes Wochenende nochmal aufnehmen, ist alles gut. Also nächstes Wochenende wäre der 21. Also der 20. der 21. Ich glaube, die Spiel kommt irgendwie schon am 22. oder so. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf, wie viel ich schon habe und wie viel ich brauche. Der ausrangierte Commodore. Na los, Jungs, ihr teudelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Hi, Sir. Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommandeur die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Oh Gott. Handy ist mir aus der Hand gerutscht. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Okay, wir müssen jetzt einen Mord begehen. Am Kommodore. Aus Anpischzone heraustöten. Sir, wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Ein böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Sind nicht alle Katholiken? Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Wieso geht er nicht hoch? What the fuck? Die beiden Männer zu uns. Doc, I want to talk to you. No. After the bus, Doc. Doc. Ihr da, folgt uns und kommt an Bord. Der Commodore hat eine Aufgabe für euch. Meister! Oh nein! Oh
Oh Gott, ich hasse diese ewigen Verfolgungsmissionen. Das interessiert doch niemanden. Das ist einfach nur langweiliges Nebenherlauf. Und vor allen Dingen dann, dass man wieder den kompletten Scheiß machen muss. Und alles ist Sperrgebiet. Das ist doch scheiße. Und was ist hier schon die zweite? Verstehe ich nicht. Ich hab doch nur eine. Also, das wäre die erste gewesen. Wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art der Verbiener ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Was der anpischt und wer soll ich ihn noch umbringen? Gouverneurs auf dich ziehen. Der ist irgendwie komisch. Na, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Commodore. Ein sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. So, gut. Schnell weg hier. Oh Gott, die kommen her. Neues Missions, die Waffe verfolgen. Okay, ich glaube, hier ist ein neuer Checkpoint dann. Oh Gott, der Parschen muss überzogen. Gut, habe ich mal wieder nicht bemerkt, weil ich gerade hier noch der laufe. Dann hoffe ich, euch gefallen heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.